Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Viele von euch haben sich schon über einen längeren Zeitraum ein aktuelles Video zum Thema Manifestieren gewünscht. Ich habe schon zwei Videos zu dem Thema gemacht. Es startete mit einem Selbstexperiment mit der 369-Methode. Dann habe ich ein Recap gegeben, wie war dieses Selbstexperiment, hat es für mich funktioniert und habe da schon erzählt, was ich zum Thema Manifestieren Neues entdeckt habe, Neues mache, habe euch da auch einige Dinge empfohlen und wollte jetzt wieder ein kleines Update geben. Ich bin nach wie vor keine Manifestationsexpertin. Da gibt es aber ganz tolle, eine davon durfte ich auch interviewen. Auch das Video gibt es auf meinem Kanal, das verlinke ich euch einfach auch mal unten in der Infobox. Und ihr habt mir auch Fragen geschickt zu dem Thema, die ich in diesem Video auch mit beantworten möchte. Erstmal mit, also ich beschäftige mich nicht permanent mit dem Thema Manifestation. Aktuell ist es aber auch wieder ein ganz großes Thema, wo ich auch aktiv dran arbeite, wieder Dinge lese und höre und verstehe und integriere. Aber es ist immer irgendwie Teil meines Lebens. Und wenn es das Verständnis ist, dass ich mir alles in meinem Leben selbst manifestiere, ob das jetzt positiv oder auch negativ ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade wieder so ein Thema, vielleicht kennt ihr den Spruch, das Leben stellt dich so lange vor ein und dieselbe fucking Aufgabe, bis du eine Lösung für dieses Problem gefunden hast. Und ich bin jetzt dabei, hoffentlich endlich die Lösung für dieses eine Kackproblem dauerhaft zu finden. Ansonsten ist Manifestieren eigentlich super simpel, wenn man nicht diese vielen inneren Blockaden in sich hätte. Und auch darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Eines der wichtigsten Tools, die ich so täglich nutze zum Manifestieren, ist mein Vision Board. Auch dazu kam eine Frage. Das habe ich, glaube ich, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren gebastelt. Und ich weiß, das ist so auf 10 Jahre gesehen, die Dinge, die ich gerne manifestieren wollen würde. Und ich wurde nämlich gefragt, was ich schon manifestiert habe, beziehungsweise was von meinen Manifestationen sich schon erfüllt hat. Und da möchte ich sagen, wir manifestieren jederzeit. Also nicht alles, was ich manifestiere, habe ich mir gewünscht, aber ich bin trotzdem schuld daran. Also auch alles Negative, was sich in meinem Leben manifestiert, ist das Ergebnis von Gedanken, Gefühlen, Handlungen, die ich getätigt habe. Aber wenn ihr mich fragt, was für positive Dinge sich manifestiert haben, Dinge, die ich tatsächlich aktiv gewünscht habe, bestellt habe, dann gehen wir jetzt einmal zusammen zu meinem Vision Board und ich zeige euch da eine Kleinigkeit. Und hier hinter mir seht ihr mein Vision Board. Das ist super, super groß, ich weiß. Es hat ganz viel Spaß gemacht, das zu kreieren. Und ich zeige euch mal kurz einen Mini-Einblick von etwas, was ich schon manifestiert habe. Ich muss das so ein bisschen abdecken, weil ich finde das so krass privat. Aber ich habe auf jeden Fall manifestiert, dass ich mich weiter tätowieren lasse und auch meine Piercings habe ich gestaltet. Ich habe mehr mit meinen Freundinnen unternommen, habe meine Freundschaften weiter gepflegt. Ich war auf einem Konzert, gehe jetzt auch nächsten Monat bald auf eine Comedy-Veranstaltung. Also das sind so Sachen, die ich auf jeden Fall von hier oben zum Beispiel schon umgesetzt habe. Also das sehe ich quasi immer mehrmals am Tag, wenn ich morgens aufwache, wenn ich abends ins Bett gehe. Und das ist es ja so, dieses permanent, ohne dass ich mich jetzt davor stelle, kann man auch mal sich davor stellen und sich mit seinen Bestellungen, seinen Wünschen, seinen Zielen verbinden. Aber auch so nimmst du das ja permanent aus den Augenwinkeln wahr und fütterst dein Unterbewusstsein mit den Dingen, die du haben möchtest. Was ich auch noch sehr gerne mache, was auch eine fast tägliche Routine ist, ist, dass ich in Hypnosen oder auch Meditationen manifestiere aktiv. Und da habe ich mir überlegt, weil ich das eine sehr einfache und wundervoll schöne, angenehme Methode zu manifestieren finde, werde ich euch als nächstes auch mal eine eigene Manifestationsmeditation schreiben und aufnehmen. Da könnt ihr die sehr gerne mal machen. Fühlt sich auf jeden Fall immer gut an. Jetzt hatte ich gerade was im Kopf und habe dann weitergeredet. Kommt der Gedanke nochmal? Kommt der Gedanke nochmal? Genau, was ich noch sagen wollte. Also das sind so Dinge, also ich manifestiere dann aktiv mit Manifestationsmeditation oder Hypnosen. Aber ihr manifestiert immer beständig. Jetzt in dem Moment, wo ich hier sitze, manifestiere ich nämlich aufgrund dessen, wie meine Energie gerade ist und was ich gerade denke. Deswegen ist Meditation auch so ein wunderschönes Tool,
zum Manifestieren, weil wenn ich in der Meditation mich mit meinen Schattenthemen auseinandersetze, mit negativen Gefühlen, die ich wegdrücke, mache ich die Bahn frei für meine Bestellungen, für meine Wünsche. Wenn ich Meditationen wie Herzmeditation, Dankbarkeitsmeditationen mache, komme ich in eine gute Energie und diese gute Energie brauche ich, um die positiven Sachen, die ich mir wünsche, zu manifestieren. Darum geht es nämlich. Und deswegen finde ich Manifestation so eine geile, so eine schöne Sache, weil danach zu leben ist optimal. Denn wenn ich etwas Gutes manifestieren möchte, wenn ich möchte, dass ich meine Wünsche, meine Bestellung in meinem Leben manifestieren, muss ich in einer guten Energie sein. Anders funktioniert es nämlich einfach nicht. Wenn ich mich scheiße fühle, manifestiere ich auch bloß scheiße. Und wenn ich mich gut und positiv fühle und Vertrauen habe und ein starkes Wurzel- und Sakralchakra habe, dann manifestiere ich auch das Positive in meinem Leben. Und deswegen ist es eigentlich eine wunderschöne Lebensart, zu sagen, ich möchte dies oder jenes manifestieren, also muss ich mich primär erstmal gut in meinem Leben fühlen, muss mich gut mit mir fühlen. Tut mir leid, die Katzen streiten gerade. Muss mich wohlfühlen, muss ein gutes, positives Lebensgefühl haben, eine gute Energie haben, positive Gedanken haben. Und das erstmal im ersten Schritt zu trainieren, zu lernen, sich immer wieder daran zu erinnern, ist eigentlich der Anfang einer sehr schönen Reise. Und ich bin tatsächlich noch an dem Punkt, dass ich nicht sage, hey, ich bestell das und 2 Wochen später ist es da, sondern dass ich immer noch an diesem Punkt bin, viel öfter gute Gefühle zu haben, gute Gedanken zu haben, meine Blockaden aus dem Weg zu räumen. Wobei auch das, wenn ich denke, ich habe eine Manifestationsblockade, dann habe ich eine Manifestationsblockade. Wenn ich aber denke, es darf leicht sein, ich muss nicht wissen, wie meine Manifestation zu mir kommt, ich vertraue darauf, dass sie auf irgendeinem Weg kommen wird, macht es das Ganze natürlich auch einfacher. Also du bestimmst auch die Grundlagen deiner Manifestation. Mir ist ganz oft dieses, es darf leicht sein. Ich habe das verdient, es darf zu mir kommen. Wie? Ist mir völlig schnurzpiepe, muss ich nicht wissen. Aber es kommt auf irgendeinem verrückten Weg, den ich vielleicht gar nicht im Sinn habe. Also manifestieren hat ganz viel damit zu tun, sich erstmal gut zu fühlen und sich aber auch mit den Schattenthemen auseinanderzusetzen. Warum denke ich so oft Negatives? Warum fühle ich mich so oft schlecht? Und da kommen wir eben wieder auf blockierende Glaubenssätze, worüber ich in den letzten Videos auch viel gesprochen habe. Wenn du Sätze in deinem Kopf hast wie, du bist nicht gut genug, du hast das nicht verdient, das Leben ist hart, nichts von dem, was du wünschst, erfüllt sich für dich, dann erfüllt sich's auch nicht. Dann hast du ein scheiß hartes Leben, dann ist das so, dann manifestierst du das weiterhin. Wenn du dich nicht mit diesen negativen Glaubenssätzen auseinandersetzt und die aus dem Weg räumst, was gar nicht so schwer ist, dann kann das mit dem Manifestieren auch nichts werden. Also wenn ihr dazu nochmal Fragen habt, verlinke ich euch auch nochmal unten was in der Infobox. Das sind so diese ersten Schritte, zu gucken, was denke ich über das Leben, über Manifestation, über mich, was habe ich da für blockierende Glaubenssätze, die erstmal aus dem Weg zu räumen. Mit positiven neuen Glaubenssätzen das Unterbewusstsein zu füttern. Denn dann fühle ich mich besser, dann denke ich positiver, dann treffe ich viel bessere Entscheidungen für meine Manifestationen. Dann habe ich Vertrauen, habe ich dieses Urvertrauen, dass es funktionieren wird. Und dafür braucht es aber erstmal die Grundlage in mir. Und dann darf es so Sachen geben wie Meditationen und Vision Boards und ständige Selbstermahnung, wenn du wieder mal im Kopf hast, scheiße, das habe ich mir aber anders gewünscht. Großes rotes Stoppschild. Das ist mein Wunsch. Den nochmal aussprechen. Ich vertraue darauf, dass der auf irgendeinem Wege so schnell jetzt in mein Leben kommen wird. Also auch selber immer wieder diese Regulation. Ein ganz gutes Buch, was ich euch gerne wieder auf den Weg geben möchte. Also schon im letzten Video habe ich euch was ganz Tolles empfohlen, wo ich auch immer noch großer Fan von bin. Was ich euch jetzt heute in diesem Video gerne empfehlen möchte, ist das Buch Scheiß auf die Glücksfee von Claudia Engel. Ich habe das als Hörbuch gehört, gibt es aber natürlich auch als in Papierversion. Da versteht man auch nochmal ganz viel. Sie hat ganz tolle Beispiele, wo man denkt, ach so. Und wenn man sich an diese Beispiele wieder erinnert, fällt es einem dann in der Praxis auch einfach leichter. Also das auch verlinke ich euch unten in der Infobox. Und ansonsten schreibt super gern von euren Erfahrungen, von eurer Meinung übers Manifestieren oder auch Fragen, die ihr habt, gerne unten in die Kommentare. Und dann hoffe ich, dass euch das insoweit befriedigt habt, dass ihr wisst, an welchem Punkt ich mit dem Manifestieren gerade stehe. Es ist nach wie vor nicht so, dass ich sage,
Ich schicke eine Bestellung ab und eine Woche später ist die da und ich lebe schon das Leben, was ich mir manifestiert habe. Aber das ist halt, weil ich auch einfach tatsächlich noch am Anfang bin und auch immer wieder gegen meine Muster ankämpfe. Genau, ich hoffe, das Video hat euch wieder sehr gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis bald. Tschüss!